Für den Zusammenbau der Kupplung gehen wir folgendermaßen vor. Ich nehme hier die Druckplatte und setze hier mal die Federn auf. Hierbei ist es wichtig, dass die Federn schön auf diesen Narben drauf sind. Als nächstes nehme ich die Federplatte und setze die auf. Hier ist immer ein bisschen tricky, dass die Federn nicht umfallen. Anschließend nehme ich das Spezialwerkzeug, schraube dieses ein. Hier muss man es so weit eindrehen, dass es hier gerade bündig ist. Es darf nicht zu weit sein, soll aber dennoch drin sein, dass es nicht ausreißen kann. Und ziehe das ganze Paket zusammen. Hier wichtig, zieht das Paket nicht fest zusammen, dass es nicht mehr bewegen kann, sondern lasst ihm ein bisschen Spiel. Dann habt ihr es später beim Einfahren einfacher, wenn das hier nicht voll blockt oder auf Block zusammengezogen ist. Nächstes haben wir die Kupplungslamellen. Wenn ihr neue Lamellen habt, solltet ihr diese über die Nacht am besten ins Öl einlegen. Normales Motorenöl, das ihr auch später hier ins Getriebe reinkippt. Lamellen rein, hier kann man wirklich nicht viel falsch machen. Was hier noch wichtig ist, wenn ihr den Korb zerlegt, dass ihr hier schaut, falls hier von dieser Scheibe extreme Einkerbungen im Korb wären, dass man diese ein bisschen glättet, dass die Scheiben sauber sich bewegen können. Anschließend an das kann ich nun die Kupplung wieder einfahren. Wir haben hier einerseits die beiden Stellen, wo die Keile, die Haltekeile reinkommen. Wir haben hier die Stelle, wo die ganze Platte eingefahren wird. Ich kann hier nun das Ganze so einsetzen. Optimalerweise kann ich das einfach runterlegen. Manchmal muss man kurz ein bisschen bewegen, dass das runtergeht. Dann kann ich bereits die Keile zur Sicherung nehmen. Ich kann diese einfahren. Das geht mit diesem Werkzeug wirklich super. Ohne Werkzeug ist das richtig mühsam. Nun löse ich auch bereits wieder die Mutter. Und ich kann das Werkzeug abnehmen. Nun schaue ich nochmals kurz, sind die Keile richtig eingehängt? Das erkennt man wirklich, wenn die da bündig anliegen. Dann zu guter Letzt gebe ich immer noch einen Spritz Öl in die Mitte rein. Dann kommt einmal der lange Druckstift. Ihr merkt, jetzt geht das ein bisschen streng. Das ist, weil die Platte nicht ganz in der Mitte sitzt. Da kann ich ein bisschen drücken und bewegen. Ist sie ein bisschen gerutscht, jetzt ist er schön runter. Dann dazwischen der kurze Druckstift und dann nochmals der lange Druckstift. Zu guter Letzt kommt dann die Einstellschraube. Hier gibt es zwei verschiedene Modelle. Beim Sachs 50-2 ist das in der Regel jene einfach mit der Kontermutter und beim Sachs 503 hat es in der Regel jene mit der Lasche. Hier ist auch wichtig, dass wir das Spiel einstellen. Ich drehe das da ein bisschen zur Seite. Der Kupplungshebel bewegt sich jetzt gar nicht, also muss ich hier ein bisschen lösen. Jetzt sehen wir, beginnt er sich zu bewegen. Hier sollten wir am äußersten Ende vom Hebel 8 bis 10 mm Spiel haben. Ich mache das jeweils einfach. Hebel nach hinten, halte ich irgendwas dran, bewege, schaue, das passt ungefähr. Dann kann ich da ein bisschen nachjustieren, je nachdem. Die Kontermutter anziehen. Beim Kontern wichtig, dass man gegenhält, sonst verstellt sich das Ganze wieder. Dann nochmals kurz kontrollieren. Und wenn das passt, ziehe ich das Ganze noch fix an. Kontrolliere nochmals kurz. Und dann, wenn alles richtig eingestellt ist, dann geht der Kupplungshebel auch wirklich ring zum Drücken. Der harzt dann nicht, das ist auch ganz wichtig. Somit wäre die Kupplung auch bereits zusammengebaut, richtig eingestellt. Wir haben das richtige Spiel, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann geht es dann noch an die weitere Montage von Getriebedeckel, Zylinder etc. Das machen wir dann in einem anderen Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!